Warum hat sich dein Schatz, dein Herzensmensch, dein Wunschpartner für einen anderen Weg entschieden, für eine andere Person, ist eine andere Richtung oder hat eine andere Richtung eingeschlagen? Warum eine andere Entscheidung? Warum ist er einen anderen Weg gegangen? Und da schauen wir jetzt mal nach. Also der Weg, die Entfernung von dir. Und wir gucken mal, was da der Auslöser ist, was da in seinem Inneren vor sich geht in diesem Bereich. Ihr Lieben, ein ganz, ganz herzlich liebes Hallo, eine ganz liebe Umarmung an euch. Und ich danke euch so sehr für eure Treue hier auf meinem Kanal. Und jeder, der neu hinzugekommen ist, ein ganz liebes und großes Dankeschön. Und fühlt euch alle ganz fest umarmt. Und wir schauen jetzt mal nach, was die Energien zeigen, mitgeben möchten in diesem Bereich, auf dieses Thema, diese Frage. Und ihr wisst, wir sind im Kollektiv, Personenkarten sind geschlechterneutral und eine Kollektivlegung kann nicht für jeden zutreffen. Ganz wichtig. Aber ihr sucht euch immer das raus oder holt euch das raus, was für euch stimmig ist. Und vielen, vielen lieben Dank für eure herzlich lieben Kommentare wieder. So wunderschön. Und ihr wisst, ihr Lieben, ihr könnt jederzeit gerne Vorschläge für eine Kollektivlegung schreiben. Und nehme ich natürlich dann sehr gerne auch immer mit auf. Und ein ganz liebes Dankeschön für alle neuen Kanalmitglieder und auch an die Kanalmitglieder, die sich wieder für die Kanalmitgliedschaft entschieden haben. Ich freue mich sehr darüber. Und an alle da draußen ein ganz herzlich liebes Dankeschön. Ihr seid wundervoll. So, jetzt schicke ich euch mal ganz, ganz viel positive Energie und ganz viel glückliche Gefühle. Und wir schauen jetzt mal nach, dein Herzensmensch, was da wirklich los ist und warum er da, wie gesagt, einen anderen Weg eingeschlagen hat. Wir gucken, was da der Hintergrund ist. Kann auch sein, dass er dir was gesagt hat, aber du weißt ja nicht, stimmt das überhaupt, was er gesagt hat oder sie gesagt hat. Wir gucken. So, okay, so, 9 der Kelche. Also wir haben ja ein Thema, da ist so dieses, ja, eine Frustration. Hier ist so materielle Themen, habe ich bei deinem Herzensmenschen liegen, werden hier angezeigt. Und da ist so, ja, ich sag mal von, wenn wir jetzt hier auf Beziehung, wir sind ja hier im Themenbereich Beziehung, Verbindung mit dir. Da ist es so, 9 Kelche sind gefüllt und dieser eine, der 10. Kelch hat gefehlt. Also da war noch irgendwas, hing hier noch fest an dem Ganzen. Und weil normalerweise, das ist das, was eigentlich gezeigt wird, normalerweise warst du die Erfüllung für ihn gewesen. Ne? Und da war auch, aber irgendwas, diese Zufriedenheit, mit irgendwas konnte er nicht hier ganz konform gehen, irgendwas war hier gewesen. Da ist, weil eine Frustration auch wieder gezeigt wird. Und da schauen wir jetzt mal genau nach, was es denn hier mit dem Ganzen hier auf sich hat. Weil das ist ja schon gerade ein bisschen kurios, das Ganze. Ne? So, dann haben wir den Wagen. Beim Wagen haben wir auch deutlich, wird hier gezeigt, die Schnelligkeit. Vielleicht ging ihm das auch zu schnell. Ihr wisst ja, die Klarheit bekommen wir auf jeden Fall hier noch rein, was da genau los war. Und da ist aber so dieses gezeigt, der ist irgendwie, als ob er vielleicht die Kontrolle verloren hat. Aber irgendwas ist hier, was ihn verunsichert hat und ja, wo ihm vielleicht auch der Mut gefehlt hat. Aber er hängt mir gerade wie so eine Zwischenwelt hier auch fest, was ich jetzt so sehe. Also da sage ich, was ich jetzt schon mal ganz sicher sagen kann, mit seiner Situation ist er nicht zufrieden, ne? So wie er jetzt hier da drin hängt. Weil es ist die Zufriedenheit, eigentlich die Erfüllung vom großen Ganzen mit dir, ja, war es gewesen. Und dann ist aber hier auch vom Wagen, was auch nochmal mitgezeigt wird, da dieses, ja, diese Hingabe, da ist so dieses, da ist eine Liebe. Liebe ist hier wirklich entstanden. Wir haben hier Liebe als großes Thema. Und was es genau ist, was ihn hier verunsichert hat, schauen wir jetzt mal nach. Also da ist auf jeden Fall, da ist, ich denke mal auch, dass vielleicht irgendwas ging ihm hier zu schnell. Mit irgendwas konnte er nicht ganz, ist er nicht ganz klar gekommen. So, jetzt haben wir noch
die vier der Münzen. Bei den vier der Münzen, ja, da ist so bei ihm auch dieses so ein Selbstschutz gegangen. Ich habe ihn einen Rückzug, ne, und da irgendwas hat ihm hier an Sicherheit gefehlt. Aber da sage ich mal, vielleicht das ist seine eigene Sicherheit. Irgendwas hat hier nicht ganz gepasst. Weil, als ob er da vielleicht auch die Kontrolle verloren hat, aber die Kontrolle für was? Da schauen wir jetzt mal nach. So ein Misstrauen auch. Er hat den ganzen, irgendwas ist hier dieses Übervorsichtige. Also ich sag mal, er war sehr, sehr übervorsichtig. Vielleicht wollte er auch nichts riskieren. Weil ich habe ja alles dieses Übertriebene, ne? Übertriebene Sorgen und dieses Übervorsichtige. Und da ist, ja, da klemmt was im Getriebe. Ne? Aber irgendwie steckt er mir gerade fest. Der Gute oder die Gute, je nachdem. Da schauen wir mal nach. Nee, das waren ja viele, dass wir die mitnehmen können. So, dann schauen wir doch mal, was denn da los ist. Was hat ihn da blockiert? So, okay. Hey, warum hat er sich für eine andere Situation entschieden? Puh. Also, ich sag mal so, der Coyote hat hier schon ziemlich starke und heftige Themen, ne? Was ihn hier blockiert. Wir haben ja auf jeden Fall, was heißt, was ihn hier blockiert? Wir haben hier das Thema liegen. Warum er sich für einen anderen Weg entschieden hat. Und ganz deutlich, was ich ganz sicher sagen kann, haben wir die Unsicherheit liegen. Er ist aber, was wir am Anfang, was ich auch gesagt habe, er ist komplett nicht zufrieden mit seiner aktuellen Situation. Also das ist absolut sicher. Ne? Also da gar keine Frage, weil die Situation, in der er jetzt gerade drin steckt, da ist komplett dieses Falsche, dieses Zurückgezogene und damit kommt er auf gar keinen Fall zurecht. Wir haben ja eindeutig Einfluss. Einfluss von außen, Einfluss von anderen Personen oder einer anderen Person, den anderen Weg, den er eingeschlagen hat. Und wir haben hier ganz große Themen aus seiner Vergangenheit liegen. Jetzt brauchen wir aber noch ein bisschen was hier zur Klärung, dass wir da noch was reinbekommen. Was reinbekommen hört sich auch irgendwie komisch an, gell? Finde ich jetzt. Nee, doch, das hört sich total doof an. Ja? Also, wir haben jetzt ein ganz klares Bild. Bei einem Herzensmenschen, dass er sich gegen dich entschieden hat oder einen anderen Weg eingeschlagen hat, hat hier mit seinen eigenen Themen zu tun. Wir haben hier Schnelligkeit. Bei ihm ist es so Druck. Druck, vielleicht von deiner Seite aus, weil du hast ihm sehr viel Herz, sehr viel Wärme gezeigt. Und das ist das, was er ganz deutlich gespürt hat. Ihr wisst ja, wir greifen die präsenteste Energie, ne? Und das hatten wir jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern auch schon gehabt. Hier ist ganz tiefe Gefühle. Du hast ihm sehr viel Liebe gegeben. Bei dir habe ich diese Klarheit, dieses Echte, diese Sicherheit, diese Stabilität. Du wolltest auch die Stabilität. Und da ist es so, vielleicht ging es ihm ja auch zu schnell, zu überschüttet mit allem, weil er ist mit deiner Liebe, mit so viel Liebe nicht zurechtgekommen. Und dann haben wir nämlich auch das Thema. Das ist das, weil er selber mit sich hier nicht konform gehen kann in dem Bereich, diese Ängste, dir all das geben zu können. Die Angst, auch immer wieder das Verschlossene, sich dir öffnen zu können, weil er war nicht komplett offen zu dir gewesen. Er hat dieses Echte in ihm drin, seine wirklichen Gefühle immer wieder verschlossen und nie komplett gezeigt. Und da haben wir ganz deutlich ein Thema aus seiner Vergangenheit. Thema aus seiner Vergangenheit, da ist dieses war immer schon verschlossen gewesen, weil sein Herz auch immer wieder verletzt wurde. Also wir gehen hier wirklich weit auch zurück von seiner Vergangenheit. Und da war immer dieses, andere haben Führung über ihn gehabt. Und immer wieder verschlossen, er ist aber auch ganz oft verlassen worden. Das ist das, was er vielleicht nicht ganz ehrlich sagt, nach außen bringt, weil ich immer so ein bisschen dieses nach außen was anderes zeigen. Also, dass er wie so diese Maske auch getragen hat oder trägt. Getragen hat, möchte ich jetzt hier gerne mal das so stehen lassen. Denn diese Maske ist auch das, was er das Gefühl hat, er kann dich nicht glücklich machen. Er kann dir vielleicht nicht komplett das geben. Dieses, er war komplett überfordert, weil so mit so viel Liebe, die er von dir gespürt hat, aber auch die er selbst gespürt hat,
diese Liebe, diese tiefe, feste Herzberührung. Das ist das, wo er nicht damit umgehen konnte. Und da ist er weggelaufen. Komplett Batsch weg. Rückzug, weglaufen. Und er hat ganz viele Probleme gesehen, aber es waren keine Probleme, die sich hier nicht hätten lösen lassen. Er hat sich selber, das waren hausgemachte Probleme gewesen, weil er immer an dem Verhalten festhält, an den Erfahrungen festhält, die er selbst auch getan hat. Du selbst hast auch Beziehungen gehabt, hast auch schmerzhafte Erfahrungen gehabt, Enttäuschungen aus deiner Vergangenheit. Aber du sagst, hey, ich habe jetzt hier jemanden kennengelernt und der Mensch hat mir ganz was anderes gezeigt. Das war alles ganz anders. Dieses Kennenlernen, dieses ein ganz anderes Gefühl auf einmal, hast du selber auch nicht gekannt. Und das, was du spürst in dem Kennenlernen, dem ersten Kontakt, die Kontakte, auch vielleicht, wo ihr nur geschrieben habt, wo ihr noch gar nicht gesehen habt, war ganz was Vertrauteres, was Inniges, was Tiefes auch da, was Beständiges. Komplett diese Sicherheit auch gleich. Du warst so ruhig, auch klar, dieses Nervöse hat man dann schon immer mal beim Kennenlernen und so, die ersten Treffen und so weiter, aber es hat sich so gut angefühlt. Und genau das ist es, was du gespürt hast. Das hat dein Herzensmensch auch gespürt. Du bist damit klargekommen. Du kommst damit zurecht. Du sagst, okay, du kannst es für dich einsortieren, es ist neu, es ist wunderschön, es ist was ganz Tiefes und das, ja, mein Herz sagt mir das Richtige. Bei dem Herzensmenschen habe ich so liegen, der sagt gleich am Zweifeln so dieses Misstrauen, ne? Dieses Vertrauen, weil er das Vertrauen zu sich selber gar nicht hat, das Vertrauen zur wirklichen Liebe, vor allem Vertrauen wirklich ehrlich und echt intensiv tief geliebt zu werden. Das ist es, das war der springende Punkt des Ganzen. Es ging eine ganze Zeit lang zwischen euch beiden. Und dann kam immer wieder von außen, kamen hier immer wieder Blockaden und immer wieder seine Themen aus der Vergangenheit. Die wirst du auch gespürt haben. Ich habe auch sehr intensiv die Eifersucht von seiner Seite. Das wirst du auch mitbekommen haben. Du sagst dir, hey, du kannst mir vertrauen. Ich will nur dich. Ich will von niemand anderem was. Aber dein Herzensmensch hat dich leider wie in einen Sack reingeworfen, wo die Echsen auch mit drin waren, ne? Und seine Erfahrungen, Erlebnisse, was er auch von der Familie mitbekommen hat. Nee, da war immer ein anderer. Immer bin ich verlassen worden. Hintenrum mit jemand anderem irgendwie sich getroffen und keine Ahnung. Ne? Und das war immer das Thema gewesen. Und da, du sagst dir für dich, hey, warum? Ich will nur dich. Glaub mir doch. Vertrau mir. Bei ihm ist es aber so, hat es komplett am Vertrauen gehapert, weil er selber immer so für sich gesagt hat, nee, es ist alles hier immer wieder passiert. Das wiederholt sich immer, immer, immer wieder. So, aber diese tiefe Verbindung, diese tiefe Liebe, sowas hat er noch nicht gespürt. Du auch nicht. Du hast sowas auch noch nicht gespürt, so intensiv. Und diese Verbindung habe ich jetzt aktuell immer noch zwischen euch beiden liegen. Das ist ein Band, was nicht getrennt ist. Was auch nicht getrennt wird, so wie ich das hier sehe, weil die Verbindung ist so intensiv und den anderen Weg, sei es eine andere Frau, ein anderer Mann, seine Vergangenheitsthemen, einfach dieses Weglaufen, auch wenn es hier eine andere Person gibt, das ist, wie ich es immer so schön sage, ein Durchlauferhitzer. Diese Frau hat ihn komplett an seinem wundesten Punkt, an dem Angriffspunkt eigentlich hier gekrallt, an dem dünnsten, ne, diese dünnhäutige, wo er gerade hat, und hat sich hier komplett perfekt gut verkauft. Und das war einfach wie so dieses Ablenken. Es ist nur reine Ablenkung. Aber es ist nichts Echtes. Ich habe hier keine Liebe. Das ist einfach nur gestellt, gespielt, falsch. Liebe habe ich definitiv zu dir hier liegen. Die ist so, die ist Safety-Liebe. Und das ist der Grund, warum dein Herzensmensch sich für einen anderen Weg entschieden hat. Aber der Weg, der andere Weg, den er eingeschlagen hat, der macht ihn eigentlich komplett krank. Weil er genau wie du spürt diese Verbindung zwischen euch beiden. Da ist was da und du bist immer noch intensiv fest in seinem Herzen. Da beißt die Maus keinen Faden ab, es ist so. Und da ist dieses Vertrauen, weil da ist es, er öffnet sich langsam aber sicher in das Vertrauen zu gehen, die Liebe. Aber er weiß nicht, ob du überhaupt noch möchtest. Aber er spürt diese Verbindung. Und ganz ehrlich, so wie ich ihn hier sehe, zerreißt es ihn eigentlich. Hier habe ich ihn komplett eigentlich in Kummer, im Liebeskummer liegen. Egal,
ob jetzt hier, was du im Draußen siehst, was im Jetzt hier einfach noch so in Erscheinung tritt, ob da eine andere ist, ob da dieser Kurs wieder in eine andere Richtung gegangen ist oder eher da in die Öffentlichkeit, also Treffen mit anderen oder wie auch immer, Kumpels und so weiter. Das ist das, was du jetzt vielleicht siehst, aber du siehst sein Inneres nicht. Und sein Inneres sagt, hey, diese Frau liebe ich komplett und mir geht's absolut scheiße. Er ist ein guter Entertainer. Er kann sich super gut wieder präsentieren, nach außen stellen. Dieses, hey, ich werde gut gesehen, alles passt. Ne? So dieses, den Schein wahren. Das habe ich hier ganz deutlich liegen. Und das, was du vielleicht siehst, dass er sagt, hey, ich bin glücklich und so weiter. Nee. Weil wenn du ihm in die Augen schaust, wirst du sehen, dass da ganz viel Traurigkeit ist, ganz viel Sorgen, ganz viel Enttäuschung, ganz viel Schmerz. Zweifel, Verzweiflung habe ich hier liegen. Und da wirst du auch sehen, dass es ihm auch, wenn du ihn siehst, optisch, jetzt, aktuell, dass es ihm überhaupt nicht gut geht. Und was du an Worten oder so jetzt vielleicht so hast, mir geht's gut, super, klasse, 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 da habe ich hier komplett die Lüge drin liegen. Komplett. Das ist aber einfach nur, weil er den Schein wahren will. Aber du bist in seinem Herzen. Und es war zwar jetzt nicht die Frage, aber ihr wisst, ich sage mal alles, was die Karten zeigen. Ob jetzt hier im Kollektiv oder in den persönlichen Legungen, Readings, sage ich alles, was die Karten zeigen, auf eine Frage hinbezogen. Und hier wird aber auch gezeigt, dass dein Herzensmensch wirklich enttäuscht von sich selber ist, was er getan hat, weil er weiß, es war der falsche Weg, den er eingeschlagen hat. Und dein Herzensmensch sehe ich hier in der Aktivität, wieder mit dir in den Kontakt zu treten. Also das wird mir deutlich gezeigt. Ich habe die Kommunikation wieder zwischen euch beiden liegen. Kommunikation definitiv wird angezeigt und das auch sehr plötzlich. Weil aus dieser Enttäuschung, aus diesen Sorgen, weil so viel Kummer, den er hat, Liebeskummer wirklich, der jetzt gezeigt wird, habe ich es ganz plötzlich hier, dass er wieder mit dir in Kontakt tritt. Also die Nachricht kommt dir ins Haus, auf jeden Fall. Ne? Also wenn wir es jetzt mal vom Kartenbild her direkt davon reden, weil da habe ich nämlich auch die Veränderung. Aus der Starre, aus der Stille geht es raus und da wird er allen Mut zusammenpacken, weil für ihn kostet es Mut, wieder auf dich direkt zuzugehen. Aber er wird auf dich zugehen, weil es sein Herz die Entscheidung getroffen hat. Seine Herzensentscheidung. Und ich sag mal, du wirst jetzt nicht gleich eine Liebeserklärung von ihm bekommen, aber ich habe die Kommunikation in der Veränderung liegen. Ich habe hier den Wandel liegen, die Veränderung in der Kommunikation, dass es wärmere Kommunikation geben wird. Herzliche Kommunikation. Vielleicht auch unterstützen, dass irgendwas ist. Ne? Also er wird sich da was einfallen lassen, aber das habe ich definitiv hier liegen. Jetzt schauen wir noch mal, was jetzt dann da noch gezeigt wird. So, wir haben die 10 der Stäbe. Entschuldigt bitte. Bei den 10 der Stäben zeigt sich hier auch ganz ehrlich, dein Herzensmensch hat ja eine große Last. Das ist die Entscheidung, die er getroffen hat. Das ist eine große Last für ihn. Und der ist so, diese Verantwortung haben wir nochmal. Ne? Dieses, oh Gott, ich kann ihr nicht alles geben. Ich kann ihr nicht, er hat sich ja selbst sehr, sehr klein immer wieder gesehen. Dich viel größer. Ne? Du bist stabil, du wuppst das Ganze hier, du bekommst das alles in den Griff. Und vor allem, was hier die Liebe betrifft. Weil er dich als was ganz Besonderes sieht. Als sehr herzlich, warm. Und ja, jetzt diese Erkenntnis eben auch, hey, Moment, diesem Menschen kann ich absolut vertrauen. Und er folgt, wie gesagt, da habe ich da diese Berührung, die Herzensberührung sehr intensiv liegen, dass er den Weg des Herzens eben auch geht. Und das ist wirklich gerade eine absolute große Last. Aber er wird hier loslassen von diesen alten Verhaltensmustern, wird das alte abschließen und in die Veränderung gehen. Veränderung komplett auch wieder in die Kommunikation mit dir. Und Kommunikation auch auf Seelenebene, das wirst du auch schon die ganze Zeit spüren. Ne? Dass es Kommunikation mit ihm oder mit ihr ist. Wie gesagt, hier loslassen, er wird davon loslassen von dem Ganzen und wird in dieses Sorgenfreie gehen, in diese entspannte Phase, weil er sich nämlich jetzt auch sehr alleine gelassen fühlt im Allgemeinen. Diese Entscheidung, wie gesagt, die er getroffen hat, fühlt er sich sehr alleine gelassen. Und auch wenn er jetzt gerade noch ein bisschen hier rumkurft, dass es scheinbar ausweglos ist, wird er auf jeden Fall hier in die Vollendung gehen und sich von dieser Last lösen und sagen, hey, ich gehe in die entspannte Phase, ich komme hier in die Aktivität. Und die Aktivität wird ja auch nochmal gezeigt mit den 7 der Stäbe. Entschuldigung. Die 7 der Stäbe.
wird dir nochmal gezeigt bei den 7 der Stäben. Und bei den 7 der Stäben zeigt sich ja auch, seine Eifersucht ist jetzt auch noch da. Eifersucht, dass er dich vielleicht verloren hat an jemand anderes. Und er ist wirklich auch, er lässt diesen Schutzpanzer komplett fallen und kommt wieder, löst sich von seinem inneren Konflikt und wird sich da auch erfolgreich durchsetzen. Erfolgreich durchsetzen, wieder in die Aktivität zu kommen, vor allem ins Vertrauen zu sich selbst zu gehen, ins Vertrauen in die Liebe und ins Vertrauen auch wieder hier nochmal bei dir versuchen anzuklopfen. Das ganz sicher. Meine Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zusehen und wünsche euch jetzt noch einen wundervoll schönen restlichen Tag. Tschüss!